natürlich auch zwei versteckte Klingen und wir haben nur so ein Tomahawk-Schwert und deshalb funktioniert das jetzt nicht. Deshalb haben wir jetzt wieder einen Haufen Aufsehen erregt und müssen jetzt wieder kämpfen. So. Ja, dreht schon mal um, hinter dir, da schießen welche und die schießen durch die Wand, schießen die und treffen uns. So. Gut, also diese komischen Typen mit dem billigen Hüten sind keine Probleme für uns. Aber hier, die Typen müssen wir immer erst entwaffnen. Diese Generäle oder was das sind. Die müssen wir immer erst entwaffnen, weil sonst kontern die jeden unserer Schläge. So, die hier, die boxen wir so um. Da haben wir keine Probleme. Zack, den und dann hier schön das Schwert in den Rücken rein. So. Gut. Da kommt noch einer, den machen wir auch noch platt. Recht, ihn so zu behandeln. Nicht schießen. Der kommt frisch vom Karneval quasi mit seinem komischen Hut. Den haben die doch auch immer im Karneval in Köln auf. Und jetzt kriegt er hier erstmal so ein Schwert um die Ohren gehauen. Zack. Jetzt haben wir quasi einen Offizier eliminiert und 10 Stück müssen wir noch eliminieren. Der schießt. Aber wir... Das ist kein Offizier. Nein, da gehen wir dann auch mit damals gar nicht nötig. Unteroffiziere greifen wir erst gar nicht an. So. Gucken wir, was der Typ so in den Taschen hat. Da wird schon wieder auf uns geschossen. Nur von wo? Jetzt geht er mal da rein. Ja, jetzt geht er. Also jetzt geht er da rein. Jetzt würde ich hier eigentlich mal einfach nur in den Heuhaufen reinspringen. Gut. So, jetzt warten wir einfach ein bisschen. Da kommen nämlich jetzt zwei. Ah ja, die gehen jetzt weg. Das heißt, du musst jetzt ganz ruhig sein. Und warte. Warte länger. Nein, geh wieder rein. Geh wieder rein. Ah. So. Nein, geh doch wieder rein. Oh, oh, oh. Jetzt kommen die nämlich zurück. Verdammt, du Idiot. Aber schade, dass der noch nicht pfeifen kann. Hätte gern mal reingepfiffen und dann schön hier aus dem Versteck ermordet. So. Jetzt warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Jetzt kannst du rausgehen. Jawohl. Gut. Dann haben wir unser Ziel erreicht und ich bin gespannt, was nun kommt. Ich sehe dich drin. Wo drin? Hä? Was sollen wir denn jetzt machen? Hallo? Ah, jetzt, also wir sollen wahrscheinlich da in den Tunnel reingehen. Aber meine Vergangenheit hat es immer noch nicht gerafft, dass da der Tunnel ist. Und steht jetzt hier erstmal ein bisschen, ja, jetzt hat er es gesehen und geht jetzt auch da rein. So. Von ganz Boston gesucht. Mission. Oh, wir haben nur, nee, doch, wir haben 140 geschafft. Volle Synchronisation, das läuft ja wie einem Schnürchen. So. Nun gut, da sind wir wieder in diesem weißen Raum mit den ganzen Dreiecken, laufen da so ein bisschen rum. Und jetzt. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Minecraft. Wir befinden uns hier in der Höhle und müssen nun den Weg nach draußen suchen. Ich bin etwas ruhiger, denn wer weiß ja nie, was für Kreaturen hier lauern. So, ich habe hier ein neues Texturenpack angewendet. Das Texturenpack heißt Assassin's Creed 3 und sieht sehr... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah ja, gut, das wollte ich nicht. Gehen wir weiter. Ja, so, jetzt gehen wir weiter. Und ja, also sehr realistisch gehalten. Zünde die Lampen mit deiner Laterne an, Connor. Sie zeigen uns den Weg, sollten wir umkehren müssen. Alles klar, Großvater. So. Also, wir haben auch eine Mod installiert. Bei dieser Mod haben wir quasi einen Kumpan, der uns hilft und uns Tipps gibt. So, da ist schon ein Mausecreeper, aber er rennt weg. Aber zeigt uns auch ein bisschen den Weg. So. So, da, hier stinkt es aber auch ganz schön gewaltig, muss ich sagen. Zünden wir die Laterne an. Wie der Herr nette, der nette Gesell, der hinter uns steht, schon gesagt hatte, ist da oben nicht auch noch eine Laterne? Nee, da ist eine. Na gut, muss lang. Der hat ja schon erwähnt, dass wir den Weg zurück dann so leichter finden werden. Da hat er recht. So. Sehr gut. Lass uns weitergehen. Ja, aber in welche Richtung? Ich mach gerade nochmal die Laterne an. Einen Augenblick. So, links, rechts oder Schleudersitz? Kommen wir da durch? Da könnten wir höchstens durchrutschen, aber ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist. Ich würde mich auch eher für die Richtung entscheiden.
Guter Gamer, guter Gamer. Das zu sagen, aber wir müssen den Ratten folgen. Sie bewegen sich oft in Richtung Ausgang. Ja, dann würde ich sagen, zünden wir die Laterne hier an und gehen nach rechts. Na los, geh nach rechts. Jawohl. So. Da ist noch eine Laterne. Jetzt stell dir die Laterne ab, heb's auf. So. Und nach links. Oh, ich sehe schon Licht am Ende des Tunnels. Das heißt, wir sind wohl gleich da. Jawohl, wir sind da und jetzt kommt eine Zwischensequenz. Du hattest recht. Ich entschuldige mich für meine Zweifel. Kein Wunder, dass Achilles so an dir interessiert ist. Teufel. Ich schätze, Schlosserknacken gehört nicht zu deinem Repertoire. Warum fragst du mich das? Weil ich schwarzer bin, oder was? Lass mich mal. Ich guck da mal, wie das funktioniert. So. Ich musste erst überlegen mit dem weißen Ladenbildschirm und jetzt ein bisschen nach links. Ein bisschen nach rechts, ja. Ja, und jetzt. Oh, da bin ich abgerutscht. Ah, jetzt wieder ein bisschen so und zurück und dann vielleicht ein kleines bisschen. Und zack, da hat's klack gemacht. Jetzt ein bisschen davon. Mist, wieder abgerutscht. Scheiße, ich probiere es noch einmal. Moment, ein bisschen drehen und dann. Zack, 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 zack. Und da ist das Schloss schon auf. Klassisch ins Schloss gekackt. Der Drucker ist nicht weit. Wir sehen uns dort. Also, wenn wir in unterirdische Untergrundschlösser reinkacken, dann erweitern wir unsere Schnellreise per Kartenfunktion oder wie sich das auch immer nennt. So, volle Synchronisation, Mission beendet. Wir treffen uns wohl jetzt gleich bei diesem komischen Stempeltyp, der ja die Druckplatte hat. So, wir sind wieder in diesem weißen Raum, wissen nicht wohin, sind total desorientiert und laufen immer im Kreis und suchen unser eigenes Schwänzchen. So, also mit diesem Symbol, was ihr da jetzt seht, können wir auf der Karte Schnellreise betreiben. Da gucken wir auch gleich mal. Aha, da und da so. Na, toll. Ja. Schön, da ist zum Beispiel eins. Aha, hast gut erkannt. So, und jetzt bitte weiter in der Mission. Ja, ja, gut. So. Also, wir müssen wieder zu diesem grünen Sechseck oder was das ist. So. Da steht aber eine Wache laut Dings vorne dran. Muss ich da jetzt drüber klettern oder was? Nee, da ist eine Wache. Ich laufe lieber mal außen rum. Lalala. Oh, und die Sonne blendet. Das ist da ein schöner Shader-Mod hier. Den habe ich auch installiert, um das alles ein bisschen realistischer erscheinen zu lassen. So, jetzt werden wir schon gleich runter. Jawohl. Wir müssen auf unseren Bekanntheitsgrad da unten links aufpassen. Wir sind noch bei Stufe 1. Und jetzt steht hier schon eine Wache. Mist. Ah ja, gut, die haben uns entdeckt. Das heißt, es gibt mal mit den blanken Fäusten schön auf die Nuss. Wir bringen ja keinen um hier. Zack. Das kriegen wir so hin. Wir brauchen da keine Werkzeuge für. Wir selbst sind das Werkzeug. Zack, zack. Und dann wieder noch ein bisschen gewürgt. So. Und bam. So. Und die sind ja alle noch am Leben. Das heißt, keiner ist tot. Boom. Da war noch einer. Außer der hier, der kriegt nochmal einen richtig schönen Eiertritt. So. Und dann interagieren wir mal mit der Tür. Du verlangst sehr viel von mir, Sam. Ich weiß, aber ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Es ist wirklich unerlässlich. Gut, doch nur dieses Mal. In Zukunft haben diese Dienste ihren Preis. Die Druckplatte zu ändern ist ausgesprochen schwierig. Ganz zu schweigen von der Gefahr, entdeckt zu werden. Pins der Drum. Ich werde deine Güte nicht vergessen. Ich auch nicht. Dank ihm wird man bestimmt nicht länger nach dir suchen. Komm. Ich zeige dir, wie du abreisen kannst, jetzt, wo wieder Ruhe herrscht. Okidoki. Oh, nun hattest du Gelegenheit, alles mal zu sehen. Unlauteres Unternehmen wird die Bürger erregen und bringt sie dazu, die Wache zu rufen. Abhängig von der Schwere deiner Verfehlungen, suchen sie vielleicht nur kurz nach dir, bevor sie zu ihren Posten zurückkehren. Doch bei schweren oder wiederholten Verbrechen werden sie bei der Verfolgung aggressiver vorgehen. Vergiss das nicht. Es gibt drei Wege, das Blatt zu wenden. Entferne Steckbriefe, besteche Stadtschreier oder erstelle bei einem Drucker deine eigene Propaganda. Das ist falsch. Warum erkläre ich nicht einfach, dass ich unschuldig bin? Ist das dein Ernst? Wir erwidern Lügen mit Lügen.
Wir erwidern Lügen mit Lügen, da hat er recht. Sprich mit dem Hafenmeister und er bringt dich heim. Hab Dank für alles. Ich verspreche, den Gefallen bald zu erwidern. Oh, ich zähle darauf. So. Richtig? Natürlich. Du musst bloß noch reinspucken. So. Na gut, dann könnten wir jetzt quasi mit diesem Hafenmeister quasi ein bisschen rumfahren. Aber ich denke, ich gucke mich hier jetzt nochmal ein bisschen in Boston um. Zum Beispiel laufen wir einfach mal da lang. Ich weiß nicht warum, aber wir laufen einfach mal nach da. Ich denke mal, dass er da zu dieser Schnellreise, Untergrundschnellreise will. Weil, soweit ich weiß, als ich das aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, gut, dann erweitere ich die Untergrundschnellreise mal und kletter einfach mal hier über das Haus. Das macht auch Spaß, das gefällt jedem mal, über das Haus klettern und dann schön in den Keller reinzugehen. Nun, jetzt musst du bloß noch da runter. Also was machst du eigentlich, was hast du denn jetzt vor? Ich habe gedacht, wir gehen in den Untergrund. Ja, beeindruckend, nicht wahr? So, nee, ich lag wohl falsch. Wir gehen nicht in den Untergrund. Ich weiß gar nicht mehr, wo wollten wir denn hin zu dieser Zeit? Ach, wir wollten die Seite da einfangen. Jetzt weiß ich es wieder. Genau. Die Seite da oben fliegt. Mal gucken, ob wir sie kriegen. Ich kletter jetzt mal hier rüber. Und da haben wir sie schon. Traumhaft. So, und jetzt gehe ich mal hier runter. So, zack. Autsch. Selber schluckt schlecht. So. So, in dieser Richtung, da liegt der Hafenmeister, dieses, also egal in welche, oder, ja, da ist dieses Hafendreieck, wir könnten jetzt auch da unten zu diesem, ich meine natürlich dieses, wie heißt das? Das letzte Mal, dass ich so voll war, war. Ja, du warst, okay. Nee, dieses Ausrufezeichen, da kommen wir zu den weiterführenden Missionen, aber mich interessiert, was dieses komische Weise-Symbol da jetzt ist. Da will ich jetzt mal hin. Was ist das? Vor allem, wo ist das? Ich kann nicht sehen. Schleich mich mal hier runter. Hm. Sind mal hier schön reingesprungen. Aber was... Ah ja, da ist dieses Symbol. Was hast du mir zu sagen? Die Schläger von Boston. Aha, Mission starten. Das wäre ja mal interessant. Bist du dich für härter als Gänseschmalz, ja? Natürlich. Ich organisiere ein Turnier für Jungs wie dich. Doch es kann nicht jeder mitmachen. Du musst dich erst beweisen. Hier okay. Ist deine Namensliste. Besiege diese Raufbolde, dann bist du dabei. Dann sehen wir, wie hart du wirklich bist. So, wo ist jetzt die Namensliste? Harold Ring in der alten... Ah ja. Aber wo... Wo finde ich die jetzt? Die werden mir auf der Karte gar nicht angezeigt. Hallo? Warum werden die mir nicht angezeigt? Das verstehe ich jetzt nicht. Habe ich da irgendwo die Liste? Inventar, Karte? Karte anziehen? Da kann man noch einen Filter anmachen. Hä? Woher soll ich denn wissen, wo die Typen jetzt rumgammeln? Warum werden die mir nicht angezeigt? Vielleicht muss ich erst die Karte weiter aufdecken. Ich weiß es nicht. Wir schubsen uns einfach mal einige Leute weg. Und laufen jetzt mal da oben zu diesen Hafenmeister. Nee, wir laufen da unten zu diesen. Warum auch immer, wir laufen jetzt einfach mal da runter. Der Typ, der das Spiel spielt, wird schon wissen, warum. So. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, da ist noch so ein Brief, den wir nehmen könnten, aber ich glaube, das machen wir lieber nicht. Ja, jetzt wollen wir erstmal in der Mission weiterkommen. Ja, die Wege sind hier ein bisschen weit, deshalb könnten wir eigentlich auch auf Schnellreise gehen. Über die Kanalisation, aber die haben wir ja noch nicht so weit aufgedeckt. Ich denke, die werden wir dann auch jetzt noch ein bisschen weiter aufdecken, dass wir einfach überall ein bisschen schneller hinreisen können. Per Knopfdruck quasi. So. Oh, da ist noch eine Seite, aber die holen wir uns nicht. Die lassen wir mal links liegen. Wir laufen jetzt hier, nein, Quatsch, zurück und rechts. Jawohl, da laufen wir entlang. Und gucken mal, ich glaube, wir wollen in Richtung dieses Ausrufezeichens, weil der Typ, der das spielt, immer noch nicht rafft, dass es egal ist, ob er jetzt mit dem Schiff fährt oder ob er die Stadt per Fuß verlässt. Nur wäre per Schiff eben viel, viel schneller und wir müssten nicht quer durch Boston laufen. Aber das wird er jetzt gleich merken, indem er die Karte aufdeckt.
Ich denke, das macht er jetzt gleich mal, wenn er nicht zu dumm dazu ist. Jetzt holen wir uns natürlich erst noch die Seite da oben.